Schön, dass du heute wieder am Start bist. Bei dem heutigen Video wird es nicht fancy und es wird aber umso ehrlicher und direkter. Denn ich mache mir gerade, was das ganze Thema AMC Squeeze angeht, über viele Dinge Gedanken. Und vor allem mache ich mir aber auch Sorgen über das Wohl des Einzelnen und vor allem aber auch über den Ausgang dieser Story. Denn in der letzten Zeit habe ich gerade, wo ich so aktiv in dieser YouTube-Geschichte bin, seit anderthalb Monaten, aber auch davor schon, seit Februar 21, seitdem ich selbst investiert bin, sehr viele Dinge beobachtet, die ich nicht gutheißen kann. Und mit diesem Video ist mir auch bewusst, dass ich den einen oder anderen vielleicht triggere. Und wenn dem so ist, dann tut es mir schrecklich leid. Ich werde hier niemanden beim Namen nennen oder irgendwie direkt ansprechen. Mir ist auch bewusst, dass ich vielleicht auf dieses Video auch ein bisschen Hate bekomme, aber hey, damit kann ich umgehen, denn in der Masse, für die Kürze der Zeit, haben mich so viele Menschen mit so viel Positivität und Liebe in dieses YouTube-Universum eingeladen und empfangen, was mir wiederum Kraft gibt, dass ich vielleicht sogar die richtige Idee mit meiner Mission habe und einfach so weitermachen werde. Also wenn du jetzt hier ein Hype-Video erwartest, dann muss ich dich enttäuschen, das wird es nicht geben. Es gibt es sowieso nicht bei mir. Dann bist du recht herzlich eingeladen, auch wieder wegzuklicken. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was können wir als Gemeinschaft tun, als Community tun, damit wir siegreich aus dieser Story herausgehen. Denn ich möchte gerne heute mit euch über euch AMC-Apes sprechen. Ich möchte das Problem, was ich identifiziert habe, gerade was das YouTube-Universum angeht, sprechen. Und ich möchte gerne über die Community an sich sprechen. Und am Ende habe ich vielleicht noch ein, zwei Ideen, wie wir gemeinsam dafür Sorge tragen können, dass wir alle gemeinsam dieses Ziel erreichen, weil das ist schlichtweg das, was wir wollen. Wir wollen hier für uns etwas erreichen, wovon die Nachwelt vielleicht noch sprechen wird. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, bin ich selber seit Mitte Februar 2021 ganz bewusst in diese AMC-Aktie eingestiegen mit meinem eigenen Geld. Jeder, der jetzt ein paar Videos von mir verfolgt hat, der wird vielleicht durch die Blume mitbekommen haben, dass ich aus dieser Branche komme und vielleicht auch ein wenig mehr Hintergrundwissen zu diesen ganzen Dingen habe. Und ich freue mich sehr, wenn Menschen mich wirklich Dinge fragen, wo ich mit meinem Wissen auch versuche, so einfach wie möglich Antworten zu geben. Aber hey, lieber AMC-Ape, die Frage nach, wie hoch wird der Preis gehen? Wann steigst du aus? Was sind deine Preisziele? Wann startet der Squeeze? Wann werden die Shorts gecovert? Bitte stell so eine Frage nicht. Du wirst darauf, egal von wem, also von mir sowieso nicht, aber jeder, der dir darauf eine Antwort gibt, der wird schlichtweg einfach nur irgendwas erzählen. Es gibt keine Antwort auf diese Frage. Die einzig richtige Antwort, die es darauf gibt oder die ich denn in meinem Kopf mir zusammenschuster, wenn du mich fragst, wann ich aussteige, dann kann ich dir nur sagen, ich steige dann aus, wann mein Risikomanagement mir das vorgibt. Wenn du wissen möchtest, wie hoch meine Preistargets sind, dann würde ich dir wahrscheinlich damit keinen Gefallen tun, weil deine Situation ist anders als meine. Ich bin so aufgestellt, dass ich damit grundsätzlich okay wäre, wenn ich alles verliere. Bist du das auch? Ich habe das Gefühl, die meisten sind es nicht und diese Frage zeigt mir, dass über diese ganze Zeit, wo diese Story jetzt schon geht, nicht das nötige Wissen vermittelt worden ist, als dass man mit einer Leichtigkeit und Zuversicht diese Position auch bespielen kann. Ich möchte hier an der Stelle wirklich ganz klar sagen, ich habe wirklich für jeden ein offenes Ohr, für jeden Ape, für jeden neuen Ape, für jeden alten Ape, jeder, der auch nur eine einzige Aktie hält, der ist für mich ein Teil dieser Community. Ob du nun eine hast oder 10.000, das spielt an der Stelle keine Rolle. Du wirst dir deine Gedanken gemacht haben, warum du diese Position aufgebaut hast oder halt auch nicht. Und deswegen möchte ich gerne an der Stelle für jeden auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und deswegen habe ich auch diese Telegram-Gruppe ins Leben gerufen, damit jeder auch mal seine Fragen stellen kann. Aber bitte macht euch das Leben nicht unnötig schwer. Damit müsst ihr aufhören. Ihr müsst euch eure eigene Zuversicht durch das Aneignen von Wissen zusammentragen. Und wenn ihr das getan habt, werdet ihr feststellen, dass ihr mit so viel Leichtigkeit und so viel Entspanntheit in dieser Position seid, sodass es euch schlichtweg am Ende leichter fallen wird, herauszufinden, wann ihr eure eigenen Targets setzt. Und lasst euch
gesagt sein, es ist total okay, Preistargets zu setzen. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass ihr Fragen stellt, um Wissen aufzubauen und nicht Fragen stellt, um euch Zuversicht und Sicherheit, vermeintliche Sicherheit von einem anderen zu holen, weil das geht mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schief und kostet euch nicht nur Geld, sondern wahrscheinlich sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Der größte Kritikpunkt, den ich innerhalb dieser Community habe, betrifft die Hype-YouTuber, von denen es leider auch im deutschen Bereich und im amerikanischen Bereich noch viel mehr, einfach viel zu viele gibt. Mir geht diese Hype-Bildberichterstattung so dermaßen von auf den Sack, dass ich das schon gar nicht mehr ertrage. Jeden Tag kommt eine neue, absolut wichtige News raus, die so aufgeblasen wird, unabhängig davon, wie irrelevant sie ist. Dieses Ganze, wir müssen jetzt mal in die Ortex-Zahlen gucken. Ja, ich mache das auch, zweimal die Woche. Guck aber darüber hinaus gar nicht mehr darauf rein. Ich mache das, weil ich gebeten worden bin, das vielleicht auch mal mit anzusprechen. Aber ich versuche euch hier zu erklären, dass es einfach nicht jeden Tag irgendwelche News gibt, die zu einem Short Squeeze führen. Also wo zum Teufel, aus welcher Rippe wird sich jeden Tag eine neue News, die so unglaublich wichtig ist, hergeholt, hergezaubert. Und der nächste Punkt, der mich einfach unglaublich nervt, ist, ich habe absolut nichts dagegen, wenn man sich informiert und verschiedene Quellen nutzt. Womit ich aber ein Problem habe, ist, einfach von irgendwelchen Foren vorzulesen. Andere YouTuber, die nicht, vielleicht nicht aus dem deutschsprachigen Raum sind, einfach zu rezitieren und dann auch noch diesen Content für sich selber zu monetarisieren, um davon zu profitieren, finde ich verwerflich. Muss man denn aus jeder kleinen Sache einfach so ein Riesending machen, um dann im Umkehrschluss anderen Menschen, die vielleicht nicht so tief in der Materie sind, Hoffnung zu machen, um dann am Ende wieder nur enttäuscht zu sein, weil sie nicht eintritt? Ich will das nicht, kann das nicht verstehen. Dieses pure Spielen mit Gier und Angst, das sind zwei Emotionen, die im Aktienmarkt immer dafür Sorge tragen werden, dass Menschen Geld verlieren und damit wird hier bei YouTube gespielt. Vielleicht wissentlich oder unwissentlich, spielt unterm Strich auch keine Rolle. Ich heiße das nicht für gut. Und ich glaube, dass gerade diese Menschen, die sich dafür bereit erklärt haben, Informationen nach außen zu tragen, einfach eine unglaubliche Verantwortung haben. Also ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber wenn ich mir das ein oder andere Video anschaue, und das habe ich getan, und ich bin irritiert über das fehlende Wissen, über die Unfähigkeit, diese komplexen, wirklich sehr komplexen Sachverhalte so zu erklären, dass sie auch ein Normalsterblicher versteht, zeigt mir eigentlich nur, dass es hier wirklich bloß um Schlagzeile, so und jetzt hier, Hauptsache ganz viele klicken da drauf und am besten gehst du noch in irgendeinen Kurs rein, bezahlst diesen Kurs. Ich finde das nicht gut. Ich habe absolut nichts dagegen, mit dem, was man sich erlernt hat, Geld zu verdienen. Das tue ich auch. Ich verdiene mit dem Wissen über Geld Geld, weil andere vielleicht keine Lust haben, sich dort reinzulesen oder so viel Zeit zu investieren, weil es braucht Zeit, um die Materie zu verstehen. Und dann ist da alles okay. Aber wenn ich mir Videos angucke, wo einfach falsche Aussagen getroffen werden, wo Aussagen getroffen werden, die in keinem kausalen Zusammenhang am Ende irgendeinen Sinn ergeben, ja, dann finde ich das einfach nicht gut, denn wirst du an der Stelle deiner Verantwortung nicht gerecht. Und wenn das dazu führt, dass diese Form der einseitigen Berichterstattung Menschen, die weniger Erfahrung haben, ob das jetzt nun Allgemeinaktien angeht oder ob das jetzt AMC angeht, über dieses vermeintliche, alles ist positiv, in eine Position gedrängt werden, weil da kann man ja nur gewinnen, dann ist das alles andere als gut für diese Bewegung. Warum das so ist, erkläre ich euch am Ende des Videos. Und das schadet dieser Bewegung mehr, als dass es dem Ganzen irgendwie dienlich ist. Und das muss uns klar sein. Und ich nehme mich da nicht mit raus. Ich würde mich freuen, wenn man mit mir in den Diskurs geht, mit mir darüber spricht. Und ich versuche das auch. Ich schreibe auch Kommentare unter die Videos und versuche herauszufinden, wie diese Annahmen zustande kommen, die dort geäußert werden. Aber das Einzige, was ich merke, ist, dass da einfach kein Wissen vorhanden ist. Und das finde ich schade. Das ist unglaublich verantwortungslos. Und wenn es
wirklich in die Richtung geht, dass Menschen aufgrund von solchen Videos, weil alles vermeintlich immer positiv ist, in eine Position gehen, der sie unterm Strich nicht gewachsen sind. Dann könnte man sagen, ja, bist selbst schuld. Aber die Verantwortung liegt an der Stelle bei beiden. Sowohl bei dem, der über dieses Thema spricht, als auch der, der bereit ist, sein hart verdientes Geld zu verzocken. Im Zweifelsfall wird das eben genauso enden. Denn wenn jemand unaufgeklärt und ohne das nötige Hintergrundwissen in so eine Position reingeht, dann wird er sein hart verdientes Geld im Zweifelsfall verlieren, weil diese Zuversicht und das Wissen nicht vorhanden ist, um eben diese Position aufrechterhalten zu können. Und ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Egal wie oft wir darüber sprechen, dass ein Squeeze im Grunde nur eine Frage der Zeit ist. Im Aktienmarkt ist nichts garantiert. Genau aus diesem Grund werden in den Märkten auch unglaublich gute Profite erwirtschaftet. Profite, die du bei der Bank nicht bekommst, weil es dort Garantien gibt. Das muss uns klar sein. Deswegen appelliere ich hier an jeden YouTuber, der seiner Verantwortung nicht gerecht wird und mit der Gier und Angst spielt, macht unterm Strich nichts anderes, als die Hedgefonds machen. Die Hedgefonds verdienen genauso ihr Geld, nämlich durch die Unwissenheit und die Angst der Investoren. Und ich fordere, dass wenn sich hier jemand aufmacht, ein Video für irgendwas aufzunehmen, der darf da gerne ein Video drüber machen, der darf seine Meinung äußern, aber dann wird recherchiert, dann wird hinterfragt und dann wird dafür Sorge getragen, dass nach bestem Wissen und Gewissen diese Quelle so kommuniziert wird, dass ein anderer Mensch sie versteht und das aber auf beiden Ebenen versteht, sowohl die Risiken als auch die Gewinne, die man dort erzielen kann. Sobald du eine Seite der Medaille weglässt, ist das für mich nicht mehr vertretbar. Und das gibt es leider in diesem Universum, gerade was diese Aktie angeht, aber vor allem auch GameStop, gibt es einfach viel zu viel. Und ja, vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder andere auch angesprochen, der genau so eine Videos macht, aber hey, wenn du dich angesprochen fühlst, dann schau mal tief in deinem Inneren, ob da nicht ein bisschen Wahrheit ist. Weil wenn es nicht so wäre, dann würdest du dich jetzt nicht angesprochen fühlen. Liebe Community, das geht jetzt an alle da draußen, die in AMC investiert sind. Ape ist Ape. Egal wie groß die gehaltene Position ist, ob das jemand mit 100 oder weniger Aktien ist oder ein Ape mit 10.000 Aktien, spielt das eine Rolle? Nein, tut es nicht. Jeder, der auch nur einen Euro in diese Aktie gesteckt hat, ist ein Teil dieser Community. Ich glaube, dass wir jeden einzelnen AMC-Ape wirklich mitnehmen müssen. Wir müssen jeden einzelnen AMC-Ape abholen und aufklären, weil ich glaube, dass wir in dieser Community einfach eine unglaubliche Verantwortung haben. Vor allem dann, wenn wir wollen, dass wir gemeinsam aus dieser Nummer siegreich hervorgehen. Wir dürfen halt einfach nicht vergessen, dass der eine so risikobereit ist, dass er sein ganzes Hab und Gut verzockt, auch vollkommen okay. Der andere hat nicht so viel und gibt und investiert das, was er kann. Und noch ein anderer hat ganz klare Regeln, die er befolgen möchte, wenn es eben um so ein risikoreiches Investment geht. Denn wenn wir das nicht machen und wir diese Spaltung zwischen denen, die viele haben und denen, die wenig haben, ja, denen, die gerade frisch dazugekommen sind, am besten noch mit Baby Apes oder Paper Hands oder was auch immer betiteln, ja, also sie im Grunde denunzieren, verspreche ich euch eine Sache, die passieren wird. Wir werden alle neuen Investoren, die vor 12 Monaten in diese Aktie investiert haben, wir werden jeden einzelnen von diesen jungen Apes, von diesen neuen Investoren bei 25, bei 37, bei 45, bei 54 und schlichtweg am Ende bei 70 verloren haben, weil sie dann ihre Position abstoßen, weil sie jetzt seit 12 Monaten einen riesen Berg an Verlusten mit sich tragen, was schon eine emotionale enorme Belastung darstellt. Und wenn wir eben nicht wollen, dass wir bei jeder einzelnen dieser Preisspannen Menschen verlieren, weil sie es schlichtweg nicht mehr aushalten, ihre Aktien zu halten, werden wir diesen Squeeze unterm Strich selbst verschuldet
nicht mehr sehen. Bin ich der festen Überzeugung. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, ja, ist doch schön, ja, dann verkaufen die, dann habe ich noch mehr zum Kaufen. Ja, dann kauf doch jetzt einfach mehr. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle auf dem Weg mitnehmen, denn hier geht es nicht einfach nur darum, dass wir Profite generieren wollen und wann jemand wie viel macht und aussteigen möchte, spielt auch an der Stelle gar keine Rolle mehr, sondern es geht darum, dass jeder für sich hier diese Chance seines Lebens hat und vielleicht auch sieht, diesen Transfer von Wohlstand stattfinden zu lassen. Ich glaube daran und ich möchte jeden mitnehmen und ich bin mit Rat und Tat wirklich für jeden ansprechbar. Ich möchte für jeden da sein und mein Wissen teilen, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe im Aktienmarkt, durch Fehler, die ich gemacht habe, damit sie kein anderer mehr machen muss, durch Geld, das ich verloren habe, durch Wissen, was ich mir aufgebaut habe, sowohl davor als auch jetzt. Nur so werden wir es hinkriegen, dass wir alle gemeinsam genau in die Richtung gehen, die wir wollen, nämlich diesen Mother of all Short Squeezes auch triggern. Denn wenn wir das nicht machen, spielen wir den Hedgefonds nämlich genau so in die Karten. Und es gibt so ein unglaublich geiles Buch, Die Kunst des Krieges, Art of War. Und da geht es primär gar nicht darum, wie man jetzt sinnvollen Krieg führt, sondern wie man durch psychologische Kriegsführung Menschen schon bevor der Krieg angefangen hat, im Grunde besiegt hat. Und das, ob ihr es glaubt oder nicht, diese Literatur wird in Amerika in den Business Schools als Pflichtlektüre in den Lehrplan gelegt. Und wer Bescheid weiß, dass diese Spaltung von außen dazu führen wird, dass wir unser Ziel nicht erreichen, der weiß eigentlich, was er jetzt machen kann, nämlich wirklich geschlossen als Community jeden mitzunehmen, der bereit war, sein hart verdientes Geld in diese Aktie zu stecken. Denn ich glaube ganz fest daran, dass wir nur so es hinbekommen, dass wir diese Zuversicht und dieses Vertrauen in diese Bewegung, die wir haben, die ich habe, die vielleicht auch du hast, auf andere transportieren können. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir nicht mehr spalten, nicht mehr klein machen, sondern ich wünsche mir, dass wir unser Wissen teilen. Alleine sind wir nichts. Zusammen sind wir viele. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und dazu gehört jeder Einzelne, egal ob du nur eine Aktie hältst, ob du 100, 300, 600, 1000 oder 10.000 Aktien hältst. Wenn wir es hinkriegen, dass wir geschlossen und gemeinsam in dieselbe Richtung blicken und unser Wissen mit allen geteilt haben, unsere Recherchen mit allen geteilt haben, dann steht dieser Bewegung, vor allem aber auch dem positiven Ausgang dieser Bewegung, nichts mehr im Weg. Davon bin ich persönlich fest überzeugt. Ja, aber das ist meine Meinung. Was zählt meine Meinung schon? Du musst dir deine Meinung machen und selber bilden und für dich wissen und vor allem aber auch rechtfertigen, dass dieser Trade für dich der richtige ist. Also was kann ich tun? Was kannst du tun? Was kann die ganze Community tun, damit wir diesen Ausgang so positiv wie möglich für jeden Einzelnen von uns gestalten können? Bitte saugt Wissen auf, versteht Zusammenhänge, lernt, was das Zeug hält und bildet euch weiter. Denn dieses Thema ist so viel komplexer, als nur auf die Short-Interest-Zahlen zu gucken, auf die Cost-to-Borrow gucken oder auf die Shares-on-Loan oder was auch immer. Dieser komplette Markt und diese Marktstruktur ist so verflechtet, dass es sinnvoll wäre, einfach so viel wie müssen Wissen wie möglich aufzutanken. Aber dabei bitte auch immer stets kritisch sein. Das ist so der nächste wichtige Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Denn macht euch frei von der Meinung anderer. Und das geht aber eigentlich nur, wenn man sich die Meinung anhört, sie versucht zu verstehen, aber sie dann zu hinterfragen und selbst zu recherchieren, um sich sein eigenes Bild machen zu können. Und manchmal ist es wirklich besser, einfach gar keine Erwartung zu haben. Denn wenn ihr keine Erwartung habt, kann unterm Strich auch nicht enttäuscht werden. Wenn ihr es lernt, emotionslos und wie so ein Eisklotz, und man betitelt mich gerne als Eisklotz, gerade was das Thema angeht, dann werdet ihr feststellen, dass ihr mit so viel mehr Leichtigkeit und mit so viel weniger Druck durch diese Zeit kommt
Der nächste Punkt, den ich besonders wichtig finde, ist, bitte frag nicht nach Preiszielen anderer. Warum solltest du deine Investmententscheidung von einem anderen Menschen verifizieren lassen müssen? Warum solltest du deine Investmententscheidung oder wo du dein Geld reinsteckst, von einem anderen abhängig machen? Lass dich inspirieren. Das ist aber auch alles, inspirieren lassen. Aber am Ende musst du die Entscheidung treffen, irgendwo dein Geld reinzustecken, nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn du darauf achtest, dann wird in den meisten Fällen alles gut. Wenn du deine Entscheidungen abhängig von einem anderen Menschen machst, der ganz anders aufgestellt ist als du, von dem du nicht mal weißt, ob er in dieser Aktie investiert ist oder ob er einfach nur auf irgendeinem Hype-Train aufgefahren ist, weil der ganz viele Klicks sich dadurch erhofft und vielleicht auch ganz viele bekommt, weil das gerade ein Trend ist, dann verspreche ich dir, dann wirst du im Aktienmarkt mehr Geld verlieren, als du gewinnen kannst. Mit dem Ergebnis, so wie es die meisten Menschen hier in Deutschland leider leben, nicht mehr in den Aktienmarkt zurückzugehen. Und genau deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr immer stets kritisch seid, dass ihr den Drang hegt und pflegt, Wissen aufbauen zu wollen, weil das gerade in den Märkten so unglaublich wichtig ist. Und ich freue mich, euch am Sonntag wieder beim Community Talk zu sehen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, bitte tragt sie einfach unten in die Kommentare ein. Ich versuche, so gut es geht, allen zu antworten. Kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe, stellt da Fragen, da fällt es mir leichter, auch meine Sprachnachricht aufzunehmen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat sich hier niemand allzu sehr negativ getriggert gefühlt. Wenn, dann schreibt mich gerne an, ich versuche es euch zu erklären. Habt euch wohl, wie immer, ehrlich und direkt, euer Mika.